Frohe Weihnachten. Kann man das sagen in unserer Zeit, in diesen Tagen, in unserem Jahr 2020, wo die Umstände alles andere als froh sind? Solche Karten werden überall herumgereicht, werden geschrieben, sie werden verschickt, sie werden erhalten. Und überall liest man im Grunde das Gleiche, fröhliche Weihnachten oder frohe Weihnachten. Dabei ist vielen Menschen gar nicht nach Frohsinn zumute. Gerade in unserer Zeit, in diesem Dezember des Jahres 2020. Vielleicht hilft uns zu verstehen, dass Frohsinn oder eine frohe Natur oder ein frohes Herz zu haben etwas ist, was eigentlich nicht an die Umstände gebunden ist. Denn froh ist man in seinem Inneren. Froh ist man in seinem Herzen. Und da sagt uns die Bibel ganz deutlich, man kann auch in widrigen Umständen ein frohes oder ein fröhliches Herz haben. Und die Bibel sagt, dass alle, die ein fröhliches und ein frohes Herz haben dürfen, die um die Vergebung ihrer Sünden wissen, die darum wissen, dass Jesus Christus gekommen ist, um sie zu suchen und zu retten. Und genau das ist ja der Sinn von Weihnachten. Jesus Christus kam, Gottes Sohn kam auf die Welt, wurde geboren von einer Jungfrau und ist am Kreuz gestorben, ist nach 3 Tagen auferstanden, nachdem er im Tod gewesen ist, und ist zurück in den Himmel gefahren. Und alle, die sich ihm anvertrauen, bekommen ein frohes Herz. Und deswegen dürfen wir, wenn wir diese Gewissheit haben, wenn wir auf Jesus Christus vertrauen, dürfen wir uns trotz der Umstände frohe Weihnachten wünschen.